Gute Hallo und willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Zweitligaspiel, welches die Gäste mit 2:1 für sich entscheiden. Bei mir die beiden Cheftrainer und Herr Tietz, bitte Ihr erstes Statement zum Spiel. War ein Spiel, was wirklich verschiedene Facetten und Phasen hatte. Wir kamen nicht so gut ins Spiel rein in der Form, dass wir zwar Darmstadt im Spiel für die beiden Sechser unterbunden haben, aber dass wirklich mit den überspielten Bällen von Darmstadt übers Zentrum dann sie wirklich gefährlich bei uns in die Box reinkamen, wir dann hier auch einzeln in Rückstand gehen, hatten wir ein paar Minuten gebraucht, dann haben wir aber hier eine Spielkontrolle reingebracht und haben dann uns auch zunehmend Chancen herausgespielt und gehen damit 1-1 in die Kabine rein, wussten, wenn wir jetzt rausgehen wollten, wir weiter so spielen wollten, den Gegner versuchen, unter Druck zu setzen, machen dann das 2-1 und dann ist schon da etwas passiert, obwohl wir noch eine Kontrolle drin hatten, dass wir aber nicht mehr in der Zielstrebigkeit waren, schneller nach vorne die Räume zu überbrücken. Darmstadt uns dann auch immer mit zunehmender Dauer höher angelaufen hat und mit dem Platzverweis wurde es dann ein anderes Spiel. Dann war es wichtig als Mannschaft, dass wir kompakt stehen, dass wir Widerstandsfähigkeit zeigen, dass wir verteidigen und dann hatten wir lange Zeit nicht zugelassen, aber dann hatte Darmstadt auch 2-3 gute Schüsse, wo dann unser Torwart gut gehalten hat. Von daher glaube ich, dass über die gesamte Spieldauer wir trotzdem hier heute viel investiert haben und einen Sieg uns geholt haben. Aber euch darf ich wirklich für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen. Und das, was ich vor dem Spiel gesagt habe, hat sich bestätigt, dass wir hier auf den Gegner kommen, der, und das hat auch dann später die Phase gezeigt, der wirklich eine Qualität in seinen Reihen hat. Vielen Dank. Und dann würde ich auch dich, lieber Flo, zu deiner Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, hallo an alle. Erstmal natürlich Glückwunsch nach Magdeburg. Glückwunsch, Christian, zum Sieg. Ich teile die Auffassung der ersten Halbzeit fast 1-1. Ich glaube, dass wir in der Phase, in der wir besser waren, die klareren Chancen hatten. Deshalb war ich ein bisschen schade, dass wir nur 1-0 führen nach 20 Minuten. Da haben wir mit dem Kopfball von Luca Marseiler, mit dem Abschluss von Kian Corridor und insbesondere auch mit dem Schuss von Fraser Hornby, der dann fälschlicherweise abseits gewungen wurde, was ganz klar kein Abseits war, haben wir noch Riesenchancen, um eigentlich ein zweites Tor nachlegen zu müssen. Dann ist genau das passiert, was der Kollege gesagt hat. Wir wollten Magdeburg überraschen, weil wir wussten, dass sie uns wahrscheinlich spielerischer erwarten am Anfang und deshalb unsere Sechser zumachen wollen, was ja auch grundsätzlich unser Ansatz ist, Fußball zu spielen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir überspielen eine gewisse Zeit, wollten dann aber ins Spielen gehen. Dann haben sie ihre Formation angepasst, haben gerade den linken Außenspieler mehr ins Zentrum gezogen, haben schneller auf den langen Ball reagiert, da wurde der Raum zu eng und dann haben wir ein bisschen Kontrolle verloren, so 20, vielleicht auch 25 Minuten erste Halbzeit. Ohne, dass es jetzt ein Feuerwerk an Chancen war von Magdeburg, deshalb hätte ich schon ganz gerne auch irgendwie eine Führung mit in die Halbzeit genommen. Ich denke, das wäre nicht unverdient gewesen. Kriegen dann das Gegentor direkt nach der Halbzeit. Sehr ärgerlich, weil wir vor die Balleroberung haben. Bueno super, dann lässt er sich dann von der Grätsche, die natürlich eine Weltklasse-Grätsche war, den Ball abluchsen. Dadurch verlieren wir die Zuordnung im Strafraum ein Stück weit hinten, weil Andi nach hinten auf Buenos Position muss, Kai dann da alleine ist. Spielt Magdeburg dann aber auch einfach gut und das will ich auch direkt dazu sagen. Wir treffen natürlich heute auf eine Mannschaft, die von der Struktur und von der Spielweise gerade offensiv zu den Top-Mannschaften der Liga gehört. Es kommt nicht von ungefähr, dass sie bislang nicht verloren haben und in der Form natürlich auch ein klarer Aufstiegsfavorit sind. Und dann zweite Halbzeit, so wie der Kollege es beschrieben hat, glaube mutig geblieben, haben uns nicht umwerfen lassen, das war wichtig für mich. Und am Ende wäre natürlich, auch ich glaube, das ist auch unstrittig, mindestens das Unentschieden verdient gewesen, über die 90 Minuten gesehen. Aber der Inhalt war okay, mit Abstand der 25 Minuten vor der Pause und der 2 Minuten nach der Pause, die gehören halt leider auch dazu zu einem Fußballspiel. Und ich glaube, wir haben heute nicht die Phasen des Spiels, die wir mehr hatten aus meiner Sicht als Magdeburg in Summe, genutzt, um das Spiel zu gewinnen. Und Magdeburg hat die Phase, die sie hatten, perfekt genutzt und haben dann, wie eben gesagt, auch das gehört zum Fußball dazu, großes Kompliment, am Ende mit allem, was sie hatten, verteidigt. Trotzdem haben wir uns da Chancen erspielt. Schade, dass es nicht gereicht hat, aber der Weg wird so weitergehen und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Dankeschön. Okay, die Einschätzung der beiden Cheftrainer scheint sich zu ähneln. Sollte es dann noch Fragen geben, dann besteht jetzt die Möglichkeit dazu. Wir gehen in die fast letzte Reihe. Name und Medium bitte.
guten Tag zusammen. Janik Sammert von der Magdeburger Volksstimme. Herr Tietz, Ihre Mannschaft hat wie in den Vorwochen effizient agiert, war athletisch. Der Glaube an die eigene Stärke hat sich wieder gezeigt. Wie glücklich sind Sie, dass sich das gerade für Woche zeigt und damit einhergehend eben auch die guten Ergebnisse eingefahren werden, weil die Stärken eben konstant auf den Platz kommen? Ich glaube, dass es wichtig ist, in der Liga eine Laufstärke, intensive Läufe, eine Sprintqualität mit reinzubringen. Es hat doch das Spiel heute wieder gezeigt, weil wir ja auf den Gegner getroffen sind, die Attribute auch mit reinwerfen. Und wenn du bestehen willst, ist das eine Grundvoraussetzung. Und das hat uns dann auch letztendlich geholfen, auch im Spielverlauf ein Übergewicht zu bekommen, das Spiel zu kontrollieren. Wir hatten ja dann schon eine lange Phase, wo wir eine gute Kontrolle drin hatten und auch immer wieder gefährlich geworden sind. Stefan Köhlein, Kicker und Liam Block. Ja, hallo Herr Kurfeld. Es sah von außen ein bisschen so aus, als hätte es auf dem Platz einige Verständigungsschwierigkeiten gegeben. Es gab so ein paar Nachrücksituationen, wo der angreifende Spieler signalisiert hat, dass die Spieler mitkommen sollten in der ersten Halbzeit und sind nicht gefolgt. Es gab Missverständnisse zwischen Vukotic und Bueno. In der zweiten Halbzeit ist das einmal sehr deutlich aufgefallen. Haben Sie die auch so gesehen? Gab es da Verständigungsschwierigkeiten oder waren das tatsächlich normale Missverständnisse, die einfach so vorkommen? Also Vuko und Bueno habe ich gar nicht wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin, aber muss nicht heißen, vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen. Erste Halbzeit in der Phase, wo wir dann eben nicht so viel Kontrolle hatten, war es in der Tat so, dass wir gerade im Nachrücken nicht gut waren, das muss man sagen. Dadurch waren die Stürmer dann vorne ziemlich alleine und wir haben es auch nicht geschafft, Magdeburg mal in der eigenen Hälfte zu halten, dadurch, also in ihrer Hälfte. Deshalb, das war kein Verständigungsproblem, sondern ein inhaltliches Problem. Also, und dass dann die Spieler das ansprechen, finde ich in Ordnung. Ich glaube, grundsätzlich gab es jetzt keine Fragezeichen auf dem Platz, überhaupt nicht, sondern du musst halt diese Phasen, und das versuche ich ja auch zu beschreiben, du musst halt diese Phasen in dem Spiel musst du entweder aushalten oder du musst sie für dich nutzen, um das Spiel in deine Richtung zu ziehen. Und das haben wir heute dann vom Ergebnis her leider nicht geschafft. Gerne. Ja, Philipp Förster hat sein Debüt gegeben. Ich hatte von außen den Eindruck wieder, dass er der Mannschaft neuen Schwung gegeben hat. Er hat eine ganz andere Präsenz gezeigt. Also gerade in der Phase, wo die Mannschaft so nicht so richtig Griff aufs Spiel hatte. Und da hat er nochmal das Spiel deutlich belebt. Wie haben Sie ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gut gesehen. Ich habe aber auch Fabi Nürnberger nach seiner Einwechslung gut gesehen. Ich habe auch May und Tobi haben gezeigt, dass das eine unserer Stärken sein muss über die Saison, dass wir über einen breiten Kader verfügen und dann halt auch reagieren können. Es ist leider so, dass Fraser und Isaac in der Halbzeit beide vollkommen, also auch angezeigt haben, dass sie platt sind, dass sie krank sind. Das war vor dem Spiel nicht bekannt und ich glaube, es hat sich auch dann erst im Spiel unter der Belastung gezeigt. Das ist vielleicht auch eine Erklärung dann für die 20, 25 Minuten nach der Halbzeit. Und dann war halt der Gedanke, noch 10 Minuten all out für beide und dann wechseln. Von daher auch ein bisschen unglücklich, das begleitet uns jetzt die letzten Wochen. Ich meine, also es ist jetzt nicht exklusiv, Magdeburg hat auch Krankheitsfälle, aber wir haben jetzt schon in den letzten Wochen immer mal wieder Kranke gehabt und das war jetzt heute leider mit Isaac und Fraser hat sich das während des Spiels gezeigt, also gab es vorher keine Anzeichen. Aber ja, die Einwechselspieler haben heute nochmal einen sehr positiven Impuls für uns gesetzt. Und das ist ähnlich wie letzte Woche auf Schalke, muss das unsere Stärke werden. Wir gehen nochmal zu dem Herrn außen. Eins dahinter. Danke. Sören Fiedler, Bild-Zeitung Leipzig. Herr Tietz, was macht das mit Ihnen, wenn ein Trainerkollege zu Ihnen sagt, dass Sie Aufstiegsfavorit sind? Also es freut mich, dass er uns so positiv sieht, aber ich sehe schon, wir hatten uns vorher auch vom Spiel schon unterhalten, da ich gesagt habe, diese zweite Liga, die ist so ausgeglichen und du hast in einem Spiel Phasen drin, wo sich Spiele verändern können, weil die Mannschaft einfach die Qualität drin hat und deswegen bleiben wir schon bei uns in der Klarheit drin, dass wir heute gewonnen haben, aber wir wissen, dass wir noch einen Weg vor uns haben und wir wissen, dass wir momentan gut gepunktet haben bis zum jetzigen Zeitpunkt. Johannes Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hallo Herr Kofeld. Ihre Mannschaft hat gegen den Ball mit einer Raute gespielt. Würden Sie bitte kurz erläutern, was die Idee dahinter war? Ja, wir wollten die Spielverlagerung von Magdeburg unterbinden, wenn sie am Flügel sind, weil ist uns dann in der Phase erster Halbzeit nicht gelungen, muss man sagen. Aber das war das Ziel, mit einem Zehner zu spielen, um sie nicht in die Verlagerung kommen zu lassen. Das haben wir inhaltlich in der Phase vor der Pause nicht gut gemacht.
Das war der Grund. Ja, das wäre jetzt die Nachfrage gewesen. Also waren das Fehler Ihrer Mannschaft oder ist das der Stärke des Gegners geschuldet? Beides. Also nochmal, mit dem Ball ist es schon so, also Magdeburg mit dem Ball ist schon sehr, sehr variabel. Und durch die Breite, die sie im Spiel lassen, muss man einer Mannschaft auch erstmal erklären, dass die erstmal egal sind, sozusagen ballfern. Weil wenn du immer guckst zur Seite, ballferne Räume dir anguckst und dann kommst du nie in Druck, ballnah. Und ja, das haben wir dann halt nicht geschafft. Gerade dieses Verhalten, solange der Ball im Zentrum war, mit dem Zehner das Zentrum zu schließen und den Stürmer das Zentrum zu schließen, nicht über Anlaufen, sondern über Passschatten einfach zu schließen. Und wenn der Ball am Flügel ist, dann aber auch da eine Mannorientierung zu kommen. Das haben wir nicht geschafft in der Phase vor der Halbzeit. Direkt zum Beispiel, wenn Sie es nochmal angucken, direkt nach Anpfiff der erste Ballgewinn, wo wir den langen Ball zwingen, das war so ein bisschen so, wie wir es machen wollten. Das heißt, es war möglich, aber wir haben es nicht perfekt umgesetzt, keine Frage. Und wir gehen nochmal zurück zum Magdeburger oder zu beiden Magdeburger Kollegen. Jawohl, danke schön. Herr Tietz, Philipp Hercher ist rumpelnd runter. Wie ist die Lage bei ihm? Wie haben Sie den Jungen jetzt wahrgenommen? Weil er von ihm, hat er gesagt, eine Sicherheitsmaßnahme, hat gemerkt, dass der Muskel leicht zugeht und dann hat er gesagt, es ist besser, bevor was reißt. Jawohl, nochmal auf die, ich würde gerne nochmal auf den Platzverweis kommen. Wie haben Sie die erste Gelbe gesehen, Herr Tietz, wiederum die zweite und wie haben Sie die Schiedsrichterleistung insgesamt heute wahrgenommen? Ich habe mich geärgert, aber ich glaube, das wär meinem Gegenüber ähnlich passiert, weil die erste war keine gewesen und dann darf der Spieler nicht runter auf den Boden gehen, weil es dann eine schwierige Situation wird. Frage noch. Livan Bucu hat heute wieder getroffen, kommt immer rein und bewegt das Spiel. Wie schätzen Sie ihn jetzt ein und was kann er vielleicht noch verbessern? Also das war schon eine insgesamt Überlegung auch für dieses Spiel, dass wir mit Xabi, mit Livan auf den Flügeln gespielt haben, weil wir nach innen gehen wollten und das hat auch lange Zeit des Spiels gezeigt. Das war schwer zu verteidigen, da kam er auf beiden Seiten sehr gut durch und Livan hat heute einfach an seinem Geburtstag einfach einen guten Tag gehabt. Dem ist vieles gelungen, der hat mit dem Tor, mit der Vorlage das Spiel auf unsere Seite gezogen und mit seiner Geschwindigkeit war es natürlich auch sehr wirklich schwer zu verteidigen. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und unseren Gästen alles Gute für die kommenden Aufgaben. Tschüss. Tschüss.